Also wenn ich die Augen schließe und an Pablo Picasso denke, ist es hochinteressant, kommt sofort er in mein inneres Auge mit so einem gestreiften bretonischen Oberteil und wie so ein kleiner Kobold in so einem riesigen Atelier. Und er schraubt irgendwas mit Metall oder er malt irgendwas mit einem einzigen Pinselstrich einen Dackel. Oder eben er zaubert aus einem einzigen Strich eine Taube, die dann für Jahrhunderte fliegen wird. Also er hat einen wirklichen Respekt vor etwas, was das Tier kann, was er nicht kann. Und bei der Taube hat ihn so fasziniert, dass sie fliegen kann. Ja, also dass dieses Tier, was so dumm angeblich ist, etwas kann, was der angeblich so intelligente Mensch nicht kann, dass sie fliegen kann und dass sie es lernt und dass sie so leichtfüßig sein kann. Und dann natürlich diese ganz große, lange, lange Symbolik des Friedens, der sich um die Taube rankte aus biblischen Zeiten. Ihn hat immer interessiert, wenn Dinge aufgeladen sind, symbolisch, und wenn es dann so ein kleines Tier ist, dann fasziniert ihn das. Und das Wunderbare ist, dass er dann am Ende eine Taube geschaffen hat, die das größte Symbol geworden ist. Also wenn alle nicht mehr wissen, woher eigentlich diese Symbolik kommt, dann wird man dann vermutlich bald einmal vermuten, Picasso hätte diese Symbolik begründet. Das schaffen dann tatsächlich nur ganz, ganz große Künstler, dass sie etwas aufnehmen, etwas verwandeln und mit ihrer Genialität verändern, sodass man dann das Gefühl hat, Tauben gibt es erst, seit Pablo Picasso sie gezeichnet hat.